Schauspielerin Christine Kaufmann ist tot. Christine Kaufmann ist im Alter von 72 Jahren in der Nacht zum Dienstag gestorben, teilte ihr Management MIT. Die Ex-Frau von Hollywood-Star Tony Curtis stand von Kindertagen an im Rampenlicht. Als Rosen Resli wurde sie zum Kinderstar, sp termacht sie Schlagzeilen in Hollywood und GLNs in der Bayerischen TV-Kultserie Monaco Franz der Witchstands. Christine Kaufmann schrieb wie Scher für Lebenslust, gab Beauty Tips und hat in Eigen Kosmetik Serie. Mit 72 Jahren ist die Schauspielerin und Autorin in der Nacht zum Dienstag gestorben. Zuletzt hatte sich die Familie sehr besorgt, wer den Gesundheitszustand der erkrankten Kanzlerin geurrt. Von Kindesbeinen an stand die am 11. Januar 1945 in Lengdorf in der Steiermark geborene Tochter eines ehemaligen deutschen Offiziers und einer französischen Maskenbildnerin im Rampenlicht. Erste Schritte ins Showleben machte sie gemanagt von ihrer ehrgeizigen Mutter mit 7 Jahren im Ballett des MNCHNERG Athener Platztheaters. Nach einem Kino-DVT in dem Zirkusfilm Salto Mortale spielte sie sich als 9-Jährige in dem Film Rosenresli nach dem Buch von Johanna Spyri unter der Regie von Harald Reinl 1954 in die Herzen der Kinozuschauer. Die Karriere als Kinderstar war für sie allerdings nicht leicht. Ich war sehr isoliert. Und die Verantwortung, als 9-Jährige eine Familie erhalten zu müssen, war fast zu viel für ein Kind, sagte sie 2014 der Zeitschrift Woman. Mit 15 Jahren dann die höchste Auszeichnung, für ihr Hollywood-DVT in Stadt ohne Mitleid, 1961, erhielt Kaufmann einen Golden Globe. Die Kritik feierte die Darstellerin, die an der Seite von Kirk Douglas ein Kleinstadt-Mädchen spielte, das Opfer einer Vergewaltigung wird. Es folgten weitere Engagements in Hollywood-Streifen wie 90 Minuten nach Mitternacht, 1962, oder Taras Bulba, 1962. Doch die junge Frau machte auch Privatschlagzeilen. 1963 heiratete sie den 20 Jahre älteren Tony Curtis und zog sich für einige Jahre von der Filmarbeit zur CK. Keine geldliche Ehe, wie sie es später immer wieder beteuerte. Sie sei für ihn lediglich eine habsche junge Visitenkarte gewesen. Als die Hinoch FNF Jahren gescheiden wurde, kehrt sie mit ihren Teachern Alexandra und Allegra nach Deutschland zur CK. Bei dem erbitterten Sorgerechtsstreit wurden die Kinder sogar nach Los Angeles entfacht. Ich habe keine Angst vorm Sterben. In Deutschland gelang ihr das Comeback, sie war in TV-Serien wie Der Kommissar und Derrick zu sehen und gewann mit Regisseuren des neuen deutschen Films Profil. Sie spielte in Werner Schröter Filmen wie Der Tod der Maria Malibran und Tag der Idioten. 1981 drehte sie mit Rainer Werner Fassbinder an der Seite von Stars wie Barbara Sukowa, Hanna Schygula, Armin Müller-Stahl und Mario Adorf die Filme Lola und Lili Marleen. Für viele Fans unvergessen sind ihre Auftritte in der TV-Serie Monaco Franz der ewige Stenz des Bayerischen Rundfunks Anfang der 80er Jahre. Neben Helmut Fischer und Ruth Maria Kubatschek konnte Christine Kaufmann hier als Mauerblümchen Olga ihr komödiantisches Talent zeigen. An diese Figur schloss sie nach eigenem Bekunden wieder an, als sie im Dezember 2014 als skurrile Geisterbeschwerdererin in Noel Caruards Schauspiel Funkelnde Geister am Landestheater Linz auf der Bühne stand. Ich wollte immer diese Rolle der komischen Alten spielen, sagte sie damals den oberösterreichischen Nachrichten und bekannte, ich bin ja ein großer Theaterfan, Theater ist so schön wie Radfahren.
Neben ihren Engagements als Schauspielerin war Christine Kaufmann auch als Autorin aktiv. Sie schrieb Bescher mit Titeln wie Verfrung zur Lebenslust, Der Himmel wehe Tangier und Scheinweltfieber, gab Wellness- und Beauty-Tipps und vertrieb ihre eigene Kosmetiklinie. Medien nannten sie die SCH-inste Großmutter Deutschlands. Mit Leidenschaft pflegte Kaufmann, die viermal verheiratet war, das Familienleben mit ihren TCHTERN und Enkeln. Uralt zu werden, war aber nicht ihr Wunsch. Ich interessiere mich für ein gutes Leben, nicht für ein langes. Ich habe auch keine Angst vorm Sterben, sagte sie der Zeitschrift Woman.